потоки ветра. Мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя самая лучшая малышка. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Dieser Vlog beginnt um 8:17 Uhr und damit, dass ich gleich wahrscheinlich richtig Ärger von meinem Vater bekomme. Und wir werden jetzt das Auto auf mich anmelden. Juhu! Ich freue mich, es wird teuer! Ja! Ja! Ich kriege die Prozente von meiner Mutter. Aber wir haben 8:16 Uhr und ich sollte eigentlich um 8 Uhr da sein. Hat mir auch extra Wecker gestellt, dies, das. Um 7:30 Uhr. Aber dann bin ich gerade irgendwann aufgewacht. Guck so auf mein Handy. Mein Handy war aus. Ich gucke auf die Uhr. 8:06 Uhr. Oh, meine Mutter hat Sprachnachricht gemacht. Also dann hat mein Vater auf jeden Fall Sprachnachricht gemacht. Jetzt habe ich Angst. Oh, sie macht wieder eine Sprachnachricht. Ich habe immer Angst, dass mein Vater dann eine Sprachnachricht macht. Vergiss deinen Ausweis nicht und was noch? Hat Maschine-Dokumente. Hä? Wir waren jetzt beim Straßenverkehrsamt. Mein Vater hat mich Gott sei Dank nicht umgebracht. Oh, ich hasse diesen Keller. Mando. Hä? Nochmal, wir fahren jetzt zum Straßenverkehrsamt und jetzt habe ich mir halt spontan überlegt, beziehungsweise, was heißt spontan überlegt, weil ich muss endlich mal bei mir in der Wohnung weihnachtlich dekorieren. Weil wir haben den 6. Dezember, es ist Nikolaus und mein Weihnachtsbaum steht noch nicht, das geht gar nicht. Ich weiß, manche stellen erst so an Weihnachten. In meinen Keller ist ja auch schon irgendjemand eingebrochen, aber die haben Gott sei Dank nicht meine Weihnachtsdeko mitgenommen. Ich muss zweimal gehen. Hier ist mein Weihnachtsbaum drin. Ja, das auch. Das alles. Und den Karton noch. Lieber breche ich mir alle Knochen bei einmal gehen, anstatt zweimal zu gehen. Obwohl ich eigentlich sowieso nochmal hier runter muss, weil ich Wäsche waschen muss, aber ich habe keine Lust. Ich habe es geschafft. Die Sachen sind jetzt hier drinnen. Wie perfekt passen bitte meine Ketten zu meiner Brille. Aha. Rose Gold, ich gucke. Super. Leute, ich bin ehrlich zu euch. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, die Weihnachtsdeko zu machen. Keine Ahnung, ich habe es die ganze Zeit voll vor mich hergeschoben. Und ich habe wirklich keine Lust. Deswegen mache ich es auch noch nicht jetzt. Aber ich verlinke euch jetzt hier ein Video. Da könnt ihr draufklicken. Da habe ich letztes Jahr ganz voller Liebe und Leidenschaft und mit richtig viel Motivation wirklich habe ich meine Weihnachtsdeko gemacht. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich das alles so mache. Weil ich werde das, denke ich mal, genauso machen wie letztes Jahr jetzt. Jo. Also ich habe meinen Vlog geschnitten und dann gesehen, wie ich das Essen gemacht habe. Und dann Bock bekommen, das zu essen. Spaghetti mit Veggie Bolognese und Bohnen von Dip. Beste Wahl. Während ich koche, mache ich das immer so, damit ich nicht so viel Langeweile habe, dass ich immer YouTube-Videos gucke. Also, tada! Zurzeit könnte man sagen, dass sie wirklich meine absolute Lieblings-YouTuberin ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sie kennt. Das ist die liebe Vanessa und sie hat damals schon mal einen YouTube-Account gehabt und ich habe auch damals schon ihre Videos geguckt, aber sie hat so selten was hochgeladen und jetzt zurzeit lädt sie täglich Videos hoch. Das heißt, ich koche jetzt, ich mache einander näher, dann esse ich was und dann muss ich weiter schneiden. Ja moin, ich habe noch gar nicht erwähnt, dass wir heute Silvester ist. Ja klar, wahrscheinlich Silvester. Ich meine, dass wir heute Nikolaus haben und ich habe gerade gesehen, dass das Paket richtig groß ist, deswegen wollte ich das mit euch zusammen aufmachen. Es ist wirklich groß. Was haben wir hier? Müsli! Ich finde das so süß, dass das einfach so Mini-Verpackungen sind von den Sachen, die wir eigentlich haben. Das hier war jetzt nämlich auch die Tage drin. Und wie isst man das? Also isst man das mit Milch oder muss man das irgendwie zubereiten, weil hinten steht nichts drauf, wie man das macht? Deswegen habe ich keine Ahnung, weil ich habe so einen Brei noch nie gegessen. Oh mein Gott, Leute, ich habe mich jetzt tatsächlich dazu durchringen können, meinen Weihnachtsbaum aufzustellen. Boah, ich liebe den. Auf jeden Fall, ich freue mich so übertrieben auf diesen Kollegen hier. Oh mein Gott. Adik hat ihn mir letztes Jahr geschenkt. Er hat ihn eiskalt selber gebastelt. Ich finde es so übertrieben schön und so süß. Ich habe mich so gefreut und freue mich auch jetzt wieder den Kollegen irgendwo ein schönes Plätzchen zu geben. Vielleicht hier. Oh, der ist so süß. Ich liebe den. Adik, wenn du das siehst, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich werde ihn für immer in Ehren behalten. Es wird mich immer an dich erinnern. Ich finde es so süß, dass du mir das gemacht hast letztes Jahr.
dieses Jahr will ich wieder ein, danke. So, und jetzt mache ich Pizza wie immer, weil ich mich ja sonst von nichts ernähren kann. Das ist auch noch so eine ekelhafte Pizza. Aber egal, es ist übrigens auch schon der nächste Tag am Abend. Ich habe seit gestern bis heute wirklich nichts gemacht, nichts. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Ja, moin! Es ist wieder der nächste Tag. Wir haben heute den 8. Heute geht's für mich wieder nach Bielefeld. Nee, zuerst nach Aalen und dann nach Bielefeld. Und gerade habe ich mein Türchen aufgemacht und ich liebe dich! Da komme ich nie hoch. Mache ich morgens auf, mein Handy ist aus. Bestimmt die deutsche Bast. So, ich bin jetzt soweit fertig. In so einem Look fühle ich mich eigentlich voll wohl. So mit Augenbrauen, bisschen Kontur, bisschen Highlighter. Reicht eigentlich schon. Auf jeden Fall hat mir meine Schwester geschrieben. Oh, die kann ich hier übrigens zurückbringen. Weil ich ja jetzt meine schöne neue Box habe. Ha. Sie hat mir geschrieben, dass 3 Pakete für mich angekommen sind. Und das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Deswegen fahre ich jetzt direkt zu meiner Mom, hole die Pakete ab. Und dann, denke ich, mache ich mich auch schon auf den Weg nach Aalen. Oh, Leute. Ich freue mich, weil ich habe mir eine Puma-Jogginghose bestellt. Die ist bei Junkyard leider nicht mehr in meiner Größe gab. Und deswegen habe ich sie mir bei... Also ich habe sie so lange gesucht und dann habe ich sie endlich auf der Puma-Official-Seite gefunden. Das ist alles, was ich habe. Oh, ciao. Dieser Moment, wenn man nicht, Dings, ohne Tapachki irgendwo hintreten will. Opa. Wir haben Winter, das ist normal. Falls ihr wissen wollt, was das Schönes ist, dann gebt mir einen Daumen hoch. Dann kriegt ihr ein Unboxing. Hello. What's up? Geht's dir? Ja. Hä? 3 Uhr nachts Laterne laufen. Das ist aber nicht gut für die kleinen Kinder. Das ist aber einfach nur gespielt. Ah. Was? 322.000 Aufrufe? Ich mach irgendwas falsch. Lass uns mal 3 Uhr nachts Laterne laufen gehen, Melinda. Nein. So, probieren wir mal die selbstgemachten Waffeln von meiner Schwester. Du kannst nicht anders, ne? In jedem Video musst du irgendetwas essen. Warum? Hä? Ich esse nie in Videos. Doch, und nie. Aber nicht so oft. Ja, letztes Mal habe ich nur Nudeln gegessen und gebrannte Mandeln. Sonst esse ich aber eigentlich nie was. Doch, doch. Ah-ah. Jedes Mal bist du am Essen. Immer Hunger. Schmeckt sehr gut. Danke. Es ist sehr viel heute passiert. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gebloggt habe. Aber ich bin auf jeden Fall in Bielefeld angekommen. Nee, erstmal war ich in Aalen, genau. Dann habe ich die liebe Anna und den lieben Simon abgeholt. Ja, moin. Ja, moin. Wo kann ich das denn abstellen hier? Nee, das ist so hoch. Nee, das sieht sehr unvorteilhaft aus. Nee. Hier? Ja, perfekt. Von Pierre, Junge, nicht von Pierre. Ich habe die beiden Herrschaften aus Aalen abgeholt. Dann sind wir direkt weiter nach Bielefeld. Haben das Loom-Einkaufszentrum. Ich drehe hier gerade. Haben das Loom-Einkaufszentrum gesucht. Tatsächlich nicht gefunden. Dann sind wir halt, nachdem ich endlich ein Outfit für mich gefunden habe, Shisha rauchen gegangen. Und dann sind wir wieder ins Parkhaus. Erstmal haben wir voll lang gebraucht, um das zu suchen. Und es hat komplett geregnet. Das heißt, wir waren komplett nass. Aber irgendwann haben wir das Parkhaus gefunden, wollten gerade ins Auto einsteigen. Dann ist da so ein älterer Mann und hat irgendwas geschrien. Also er hat echt schon geschrien, ne? Ja, mega. Und ich denke so, hat er irgendwas geschrien? Und dann hat sie, also hat Anna so, die so, was? Oder wie bitte? Und er so wieder und ich so, was hat er gesagt? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, er hat irgendwas gesagt von wegen, ich schließe im Nein. Und wir hatten halt genau 1 oder 2 Minuten vor 9 Uhr. Und ich denke so, chill mal, hä? Dann sind wir in eine Edeka-Weihnachtsfeier reingeplatzt. Also wir dachten halt, Edeka hätte noch geöffnet, sind da so voll rein und die alle so, der Laden hat schon längst geschlossen. Und die haben uns alle schon so dumm angeguckt. Leute, leider habe ich euch nicht mitgenommen, als ich am Anfang die Wohnung das erste Mal betreten habe. Aber ich werde sie euch jetzt zeigen, weil die Wohnung ist ein Träumchen. Ich bin ehrlich, meine Erwartungen wurden übertroffen, weil auf den Bildern sah es halt extrem mickrig und klein aus. Aber im Endeffekt ist die Wohnung echt groß. Und hier ist eigentlich voll viel Platz und es ist voll schön. Wir sind alle voll begeistert. So, erstmal, das ist Simons Schlafplatz. Also hier ist die Tür. Hier ist die Tür, Eingangstür und hier ist halt direkt, ne?
Hallo, das ist hier ein super Schlafplatz. Dann ist hier direkt das Badezimmer mit Dusch. Dann kommen wir hier einmal in den Hauptraum. Ist hier einmal der Küchenbereich, Essbereich. Und ich dachte halt, ganz ehrlich, dass diese Wohnung nur aus diesem Essbereich besteht und drei Betten. Und mehr, also ich dachte, das wäre hier wirklich nur ein einziger Raum. Aber hier ist halt Kühlschrank, dies, das. Aber hier ist auf jeden Fall ein Sofa, das heißt, hier können auch zwei Leute schlafen. Mit Fernseher, Schreibtisch. Und dann kommen wir hier nochmal ins Schlafzimmer. Super. Ich freue mich. Ehrlich, voll geil. Super. Also Anna, hier kannst du mir morgen was kochen. Ja. Wir haben hier extra, wie funktioniert das? Wir haben einen Backofen. Wir haben noch eine Mikrowelle. Nein. Alter, wir haben Pizza geholt. Scheiße. Ohne den Saftladen hier. Weißt du, was geil wäre, wenn wir heute Nacht nach Hause kommen und dann Pizza machen? Vor allem, wieso tust du die Pizza in den Kühlschrank? Gefrierfach. Ja, auf jeden Fall, das ist ein bisschen belastend. Hallo, wie hast du das? Hä? Ja, moin. Ja, ciao. 3 Uhr 28 nachts. Wie viel Uhr haben wir? 6 Uhr. 6 Uhr? 43. 53. Wir machen gerade Pizza in der Mikrowelle. Tische voller Batzen, Taschen voller Flaschen, vielleicht auch. Ich hast schon mal blank geraucht? Wenn ich vlogge, werde ich ein bisschen heiterer. Was? Du bist high? Nein. Das ist verboten. Was ist das? Pilze oder was? Nee, Brokkoli, was ist das? Nach, wir machen Brokkoli in Mikrowelle, Alter. Also, das mit der Pizza wird wahrscheinlich nichts mehr. Deswegen haben wir uns überlegt, weil die viel zu... Oh! Scheiße, ich mach jetzt Business. Wegen was? Ja. Aber du bist kein Bohrer, Marco. Ich bin schön Bohrer, Marco. Hey. Nein, mach nur so ganz stark. So. Ich mach dir gleich mal ganz stark. Ja, Ja, vielleicht. Wir können hier so ein Dings machen, weißt du, hier so. Montag, Patrick, Montag. Nein! Das ist hier so ein Dings, ein Omelette nach Hui. Hallo, da ist irgendwas am Brennen. Schreit jetzt. Ehrlich, das stinkt so. Mein Einsatz. Nein! Ja, warte, das wird gleich gut, Alter, pass auf. Por favor, bleib, ich bin hier alles im Griff. Ich weiß nicht. Pass auf, ich mache jetzt meine eigene Kochsendung. Noch ein Spot und dann sind wir auf Sendung. Also willkommen, liebe Zuschauer, hier bei meiner neuen Kochshow. Ich zeige Ihnen heute, wie man eine Pizza richtig zubereitet. Natürlich machen das 99% der ganzen Menschen falsch. Ich schmeiße es alle in den Backofen. Verstehe ich nicht. Meine neue Methode ist Bratpfanne. Dreimal Pizza, Margherita, auf jeden Fall richtig gut. Auch für Vegetarier kann ich nur empfehlen. Es brennt gerade. Es brennt gar nicht, ey. Mach meine Schau nicht kaputt. Das bitte mal zensieren. Schmeißen Sie aus meinem Studio raus, bitte. Security. So, das wird wahrscheinlich... Oh, oh, das muss so sein. Und gleich werde ich Ihnen das Resultat zeigen. Deck schon mal das Tisch. Den Tisch. Ich bin Ausländer, ich darf das. Weil ich das gesagt habe. Was für Tisch, wir essen mit Händen. Ein Schuss Pfeffer. Genügt. Schuss Pfeffer. Das ist verbrannt. Ja, warte doch mal, das kann man wegkribbeln. Ich kenne mich da gut aus. Wo sind denn Teller? Ich bin der Koch, ich bin nicht der Kellner. Nee. Warte. Oh. Ich brauche nicht. Was hast du Ende. Eigentlich eingegeben? Keine Ahnung. Eine Stunde Aufzugmusik. Ich mache jetzt den ersten Bissen. Erstaunlicherweise schmeckt das richtig scheiße. Herzlich willkommen zurück. So, meine lieben Zuschauer. Meine Sendung wird jetzt fortgesetzt. Ich öffne jetzt diese schöne Hightech-Mikrowelle. Guckt euch mal diese Pizza an. Ein Fingerschmaus. Hä? Was der ganze Käse in der Mikrowelle ausgelaufen ist. Aber ich bin Gott sei Dank nicht die Reinigungskraft hier, ne? Wir machen jetzt ein nächstes Tasting von der Mikrowellenpizza. Ich mache den ersten Tasting. Sieht ziemlich heiß aus. Ich sehe auch ziemlich heiß aus, deswegen mache ich die Sendung. Aber also wenn ich einen Orgasmus bekomme, ist das so schlimm. Das wird dann noch kurz zensieren. Aber wir zeigen es eben nach 22 Uhr, also das ist ja kein Problem. Kann ich nur empfehlen. Weil ich nur 10 Minuten im Ofen bin. Der Teig ist genauso flüssig wie der Belag, aber das gehört dazu. Scheiße, der neue Teppich versaut. So, das ist jetzt hier die dritte Folge. Wie reinigt man den Teppich, wenn diese schöne, leckere Mikrowellenpizza einen Flex auf den Teppich gemacht hat? Ah. Siehst du, und zack, ist der Teppich sauber. Das reicht.
6,5 Stunden später. Unser Pizza-Boy hier hat gerade entdeckt, dass da einfach ein scheiß Pizzaofen steht. Und der Kühlschrank einfach, oh mein Gott. Einfach hier. Oder? Absolut lost. Sollen wir die andere Pizza da drin jetzt machen? I'm home, Gott sei Dank. Hauptsache, ich komme hier gerade so rein und ich blinkt so etwas. Ich denke so, was ist das? Es ist einfach hier die Lichterkette. Das Ding ist, als ich gegangen bin, war die aus. Ich dachte, die Batterien wären leer. Jetzt komme ich wieder und sie leuchtet einfach. Nach 2 Tagen. Immer noch. Ich bin so geplättet. Also diese Strecke von 230 Kilometern ist echt eine Zumutung. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist wieder ein mega geiles Wochenende. Aber es ist anstrengend. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick von meinem Wochenende gefallen und unterhalten. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Vlogs haben wollt, wenn ihr das feiert. Abonniert doch meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Oh,